Deswegen so wichtig, erstens, weil wir es immer noch haben, aber die Geschichte des Freibades soll nicht vorenthalten bleiben. Maisach an der Maisach, wunderbar gelegen, immer schon Ziel für Sommerfrischler. Wir haben ja die Eisenbahn gehabt, wunderbarer Weg Richtung Fürstenfeldbruck, der Maisacher Sommerkeller, ein hoch und viel besuchtes touristisches Zentrum bis die 1930er, 40er Jahre und dann ging es ja nicht mehr so, weil der Fliegerhorst dazwischen lag. Das Freibad in Maisach ist entstanden nach dem Ersten Weltkrieg. Vorher gab es schon Bademöglichkeiten, es war ja der Müllablass vorhanden aus diesem Ablass, diesem Wasserüberlauf, einfach diese Möglichkeiten hat man schon zum Baden verwendet. Allerdings hat man dann nach dem Ersten Weltkrieg, Anfang der 1920er Jahre, das Ganze organisiert und der Gemeinderat hat ein richtiges Freibad errichtet. Gegen den Widerspruch des Pfarrers Schmidhammers, der furchtbar geschimpft hat über die Liederlichkeit, die da in dem Bad herrscht. Es gab Badehütten, es gab auch eine Badeordnung, es war auch alles züchtig, aber er hat sich dran gestört und hat gesagt, das will nur ein Sozi. Damals war der Bürgermeister Sozi. Also es war ein wunderbarer Streit. Der Pfarrer Schmidhammer hat auch sich, der hat dann ein persönliches Jubiläum gehabt, Priesterjubiläum, irgendwie 40 Jahre oder so, hat sich von der Gemeinde jede Ehrung verbeten, damit er das Freibad verhindert. Sie sehen, es hat nichts gebracht. Es ist heute noch da, aber auch der Schmidhammer hat es vergessen, weil sonst wäre er ja vor lauter Gram von Maisach vielleicht weggegangen. Also wie gesagt, er war dagegen, aber der Tourismus hat das erfordert. Es kamen tatsächlich für uns heute unvorstellbar, wir fliegen auf der ganzen Welt umeinander, aber der Münchner an sich, der war schon touristisch begeistert, wenn er hier in Maisach entweder zur Wirtschaft wandern konnte oder ins Maisacher Freibad springen konnte, das bis in die 1980er Jahre ein tatsächliches Flussbad war, mit Zufluss und Abfluss aus der Maisach. Eine wunderbare Angelegenheit, allerdings seitdem sich in den 60er und 70er Jahren die häuslichen Abwässer und die flussaufwärts liegenden Kläranlagen entwickelt haben, war das mit diesem Badewasserniveau nicht mehr so einfach. Und dann haben wir Anfang der 1980er Jahre das heute bestehende Becken und die Baderweiterung und Modernisierung durchgeführt. Jetzt wird es wieder modernisiert, also wir bringen es auch in die nächste Generation, unser Maisacher Bad.